Zum fünften Mal fand in Schloss Topatsch in Sletzer bei Breslau der Motorklassik Wroclaw Event statt. Zu sehen waren im etwa 40 Hektar großen Park des Schlosses Fahrzeuge aus unterschiedlichen Epochen, aufgeteilt in zwei Altersgruppen, den Fahrzeugen bis Baujahr 1939 und den Fahrzeugen, die zwischen 1945 bis 1980 gebaut wurden. Neben den internationalen Marken sind auch polnische Fabrikate zu bestaunen, die man hierzulande nicht zu sehen bekommt. So zum Beispiel sehr seltene Fahrzeuge der polnischen Automobilmarke Warszawa, wie der Pritschenwagen und der nur dreimal gebaute Kombi, der für einen Landarzt gebaut wurde. 5 Jahre hatte der Besitzer in die originalgetreue Restauration investiert. Auf der großen Wiese vor dem Schloss fand der eigentliche Concours d'Elegance statt. Rund um die Wiese war sehr viel Bewegung, denn die ausgestellten Fahrzeuge wurden zum Teil auch für Mitfahrgelegenheiten und Präsentationsfahrten eingesetzt. Zu sehen waren auch mehrere Rennlegenden aus der Historie der Rallye Monte Carlo. Der Rolls-Royce und Bentley Club präsentierte den Besuchern mondäne Limousinen. Darunter auch ein absolut original erhaltener Rolls-Royce Phantom II, der die Patina der Zeit mit Würde trägt. In diesem Jahr feierte der Jensen Interceptor seinen 50. Geburtstag. Dies nahm der polnische Interceptor-Besitzer und Clubmitglied des Jensen Clubs, Simon Reiwer, zum Anlass, ein europäisches Treffen in Breslau bei der Motorklassik zu organisieren. Aus Deutschland, der Schweiz, England und sogar aus Estland reisten viele Besitzer mit ihren Jensen-Fahrzeugen nach Polen. Darunter sogar echte Raritäten wie 2 Jensen Interceptor Cabriolets, 2 Jensen FF, Jensen Healey Spider und Interceptor-Modelle unterschiedlicher Baureihen. Ein Bild, das so nicht alltäglich auf Oldtimer-Treffen zu finden ist. Auch Volkswagen Classic brachte einige Preziosen aus der hauseigenen Sammlung nach Breslau, darunter ein Hebmüller Cabriolet, den Lufthansa Bullibus, einen Golf GTI 1, ein Karmann Ghia Typ 14 Cabriolet und den Prototypen des Karmann Ghia 1600 TL von 1965. Porsche Classic steuerte 3 Ausstellungsfahrzeuge des Porsche 959 aus dem Museum in Zuffenhausen zur Motor Classic Wroclaw bei, darunter der Sahara Porsche und ein Schnittmodell. Die Parkanlage ist weitläufig, doch an allen Stellen ist etwas zu sehen. Sogar in dem kleinen Waldstück zwischen Schloss und den großen Parkwiesen. Hier hatte ein Händler etliche Scheunenfunde arrangiert, die Besucher für ein Erinnerungsfoto nutzten.